Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, ich habe zu Beginn dieser Folge sehr viele Legierungen ausgegeben. Ah, jetzt haben wir hier nur noch 5600 Legierungen über. Und zwar habe ich alle unsere Sternenbasen, also egal ob jetzt hier mit Schiffswerften oder ohne, aufgewertet zu einer Zitadelle. Beziehungsweise, ja, werden jetzt halt zu einer Zitadelle aufgewertet. Und wir werden uns noch ein Thema anschauen, aber als erstes ergeben wir hier eine neue Forschung. Und was werden wir hier erforschen? Fortschrittlicher Reaktor, Verstärker. Nein, wir nehmen hier die Tachyonensensoren. Zielgenauigkeit plus 15, Sensorreichweite 4, Hyperraumerkennungsreichweite 5. So. Nächstes Thema bei unseren Sternenbasen. Zumindest, das werden wir jetzt nicht bei allen Sternenbasen machen, aber einige Sternenbasen, jetzt hier zum Beispiel mit dem Sternentor oder bei unserer Heimatwelt, da werden wir Verteidigungsplattformen schon mal anfangen, zumindest zu produzieren. Schauen wir in den Schiffsdesigner. Wir haben hier, habe ich extra, das habe ich schon mal vorbereitet gehabt, jeweils Neutronenwerfer drin. Die haben den besonderen Vorteil Reichweite 130. Schaden gegen Schilde minus 50%, ja. Aber wenn die Schilde dann einmal down sind, dann sollte das ganz gut funktionieren. Vor allem, wenn wir viele von den Neutronenwerfern haben. Wir speichern das Design einmal. Ja. So, kostet natürlich auch. 521 Legierungen und 7 Gase. Exotische Gase. Über die Gase müssen wir uns eigentlich keine großen Sorgen machen. Legierungen sind halt das größere Problem. Aber wir haben halt unsere Flottenkapazität ausgeschöpft. Und dann kann man halt die übrig gebliebenen Legierungen ruhig hier mal investieren. Heimatsystem auch 3 Stück. Und ja, was ich auch gemacht hatte, Offcam, muss ja mal ein bisschen weiter spielen. Die Handelsangebote gegeben. Und da sieht man jetzt, wie die Loyalität spendet. Und zwar habe ich für Loyalität Legierungen eingekauft. So. 1500 Legierungen für 50 Loyalität. Forschung abgeschlossen. Baugeschwindigkeit für Schiffe plus 10% und halt für Schiffe minus 5%. Neue Richtlinie, Anführerverbesserung, ausgewählte Genstämme. Es sollten Anreize für umschichtige Familienplanung geben, da wir sonst wertvolle genetische Vermächtnisse verschwenden. Lebensdauer der Anführer plus 10, noch einmal maximale Fähigkeitsstufe plus 1, aber die Anführer werden 50% teurer. Machen wir das ruhig mal. Und dann haben wir hier die Föderationsflotte, die hatte sich ja um die Amöben gekümmert. Die wird einmal verbessert. Ui. Oh ja. Ja gut, aber das soll es uns natürlich wert sein. So. Dann wollten wir hier auch noch ein Forschungsschiff entschicken.
Oder ist da bereits eins unterwegs? Ah, okay. Das hatten wir ja schon mal vorgeschickt. Das kann dann hier die Spezialprojekte untersuchen. Und alle Flotten in Bewegung. So. Die Handelsangebote wurden alle angenommen. Es gab 6100 Legierungen. Wunderbar. Das kann man dann immer wiederholen. Gut, Energiecredits. Da können wir dann demnächst auch einkaufen gehen. Wir bekommen genug Konsumgüter, obwohl wir die Richtlinie drin haben, die uns beim Handel keine Konsumgüter gibt. Sondern Einigkeit. 1000. Was? 1100 durch den Handel an Einigkeit. Nächster Perk in 32 Monaten. Wir haben hier auch noch. Okay. Bergbaustationen. Machen wir. Eine Flotte ist dahin unterwegs. Das müsste die zweite Flotte sein. Ah, die hatten wir zum Ende der letzten Folge losgeschickt. Ja, wir haben noch keine Sprungantriebe. Wir müssen noch auf die klassische Weise navigieren. Ja, läuft, Leute. So. Können hier eventuell die... Ah, okay. Also da haben wir immer noch ein rotes Piratensymbol. Ein roter Piratenkopf. Dann sollen die doch mal weiter hier patrouillieren. Ich dachte, wir hätten eventuell jetzt genug Verteidigung. Ob das nicht mehr notwendig ist? Na gut. Forschung abgeschlossen. Produktion Metallurge plus 10%. So. Jetzt haben wir hier die kinetische Batterie. Die macht plus 100% Schaden gegen Schilde. Dafür 50% weniger gegen Panzerung. Und dann wieder 25% mehr gegen den Rumpf. Ja, die sind super. Die erforschen wir. Stufe 4. Als Gouverneur. Ressourcen durch Shops plus 8%. Reichsgröße durch Bewohner minus 8%. Kriminalität minus 12%. Incoming Transmission. Migrationsabkommen. Ich glaube, wir brauchen euch nicht. Wir brauchen das nicht. Wir haben euch wahrscheinlich sowieso schon in unserem Reich. Europäisch plus 80%. Oh, okay. Also hier, tropisch plus 8%. Das passt. Debris analyzed. Ja, okay, ihr macht dann fleißig weiter.
So, Ausheben von Armeen. Da hatten wir hier in der letzten Folge noch die Militärakademie gebaut. Und dann heben wir hier auch schon Armeen der Rayups aus. Ah, unsere Sternbasen werden fast hier aufgewertet. Hauptgebäude aufwerten. Research complete. Ja. Und ein Holotheater. Ja, auch für die Duellanten, dass wir mehr Flottenkapazität bekommen. Auf jedem Planeten ein Holotheater. Nein, Leute, nein. Jetzt kommen die uns zuvor. Wir möchten selber die Aggressoren sein. Wir möchten auch nicht Erniedrigung. Wenn wir jetzt mit Nein stimmen. Dann werden wir Kohäsion verlieren. Also unsere Verbündeten mögen uns. Kann man auch hier direkt sehen. Bei denen, die das jetzt eingebracht haben, plus 347. Stimmt mit Nein. Forschung abgeschlossen. Ionensensoren. Achion-Lanze. Reichweite 150. Monate, Wahnsinn. Das ist schnell. Hyperkommsforum. Kulturarbeiter. Nee. Oder? Das erzeugt auch Flottenkapazität. Eigentlich nicht schlecht, eigentlich nicht schlecht. Befehlskette. Feuerrate Schiffe plus 5%. Neue Sternbasisgebäude, Kommandozentrum. Effekt auf verbündete Schiffe. Nochmal die Feuerrate erhöhen um 10%. Alle Systemverteidigungsbemühungen werden von dieser großen Einrichtung aus koordiniert, die tief im Rumpf der Sternenbasis vergraben ist. Kartenterminals und 3D-Projektionen erfassen dabei zu jeder Zeit den gesamten Systemverkehr. Ja. Zehnte Krieg ab, minus 50. Jedes Jahr plus 1. Also im Jahr 2374 ist das abgebaut.
Ja gut, wenn die es jetzt, wenn die den Krieg möchten, dann können wir jetzt ja auch den Krieg ruhig starten. Wenn wir mal hier sagen, Beteiligungsplattformen, beginnt mal mit dem Bau. Ich mach 5 Stück. Da auch ein Knotenpunkt. Ah, alle Plattformen aufwerten und nochmal eine bauen. Ja, unsere ganzen Verbündeten werden... Ja, was heißt unsere ganzen Verbündeten? Wenn wir jetzt hier den Krieg erklären. Dann macht die United Republic mit. Und die EU-Union. Und halt unsere jeglichen Föderationsmitglieder, Vollmitglieder natürlich auch. Zweite Flotte ist weiterhin auf Spezialmission, erste Flotte. Oh, die haben wir da noch hingeschickt. Na ja, gut. Und Föderationsflotte ist schon wieder da. Sehr gut. Ja, hier aber das Sterntor, da ging es schnell. Ja, da können doch unsere Verbündeten dann schnell. Ah, die werden aber in einem Krieg nicht teilnehmen, aber deren Lehnsherren. Die werden natürlich dabei. Die haben auch schon eine schöne Flottenstärke. Ja, bei uns wird die Föderationsflotte noch mit eingerechnet. Deswegen haben wir hier einen so großen Unterschied. Flottenstärke 4128. Ja, also ohne Föderationsflotte haben die sogar eine größere Flottenstärke als wir. Gut, Leute, wir gehen es an. Wer von euch ist denn am stärksten? Oh, hier haben wir ja schon wieder die Loyalität voll. Machen wir es einmal. Gemeinsam. Okay, die haben keine Legierung mehr. Schaut mal. Die haben keine mehr. Konsumgüter sind halt viel weniger wert. Deswegen machen wir es einfach mal so. Ah, die haben auch keine Regierung mehr, ja. 300. Ah, müssen wir was an den Vereinbarungen demnächst noch ändern. Jetzt zuerst nochmal so. Okay, da geht noch einiges.
Schiffszimmer. Aber den bin ich mir. Die sind halt relativ klein hier, die letzten zwei, die Protektorate. Aber okay, haben Legierungen gespart. So, und ihr noch. Ah, ich habe fast gar nichts. Habt ihr strategische Ressourcen? Oder Mineralien? Mineralien? Ah, Mineralien sind auch gut. So, okay. Ja. Schauen wir mal, wer von denen am stärksten ist. Ebenbürtig. ...15 Planeten. Also das ist bei denen auf jeden Fall klappt mit der Ideologie. Ideologie aufzwingen. Machen mit. Okay. Ich erklären. Jetzt war schon mit Ja stimmen. Versionsverlust war auch überschaubar. So, Kriegserklärung. Krieg wurde aber noch nicht gestartet. We have declared war. Okay, das war's. Da ist der Krieg. Kriegsziel durchsetzen. 105. Minus 145 nur. Dabei wäre. Das ist ein relativ kleiner Wert, weil wir beanspruchen ja keine Systeme. Wir könnten sofort kapitulieren. Okay. Das machen wir natürlich nicht. So. Und hier geflotten. Das Flotte. Einfach zurückfliegen. Ja, möglich. Achso, das ist dein Heimatsystem. Das ist auch gar nicht verkehrt, wenn du da reingehst. Oh, das System hatte ich vergessen mit Verteidigungsplattform. Aber es ist auch eine Zitadelle. Und bekommt jetzt mal ganz schnell Verteidigungsplattform. Da ist auch ein Wurmloch. Vierte Flotte. Eventuell die noch schnell aufwerten. Ah, die Föderationsflotte wird dort bereits aufgewertet. Tachyonlanze und die kinetische Batterien, die werden beide noch erforscht. Die vierte Flotte, die fliegt schon mal
dorthin. Research complete. So, welcher Rohstoff ist jetzt besonders teuer geworden? Legierungen. Ships upgraded. Flotte entdeckt, Stärke 18.000. 800, okay. Ja, in Summe 40.000. Und die kämen entweder dahin oder dahin. Oha, oha, oha. Ihr werdet mal nach dem Krieg aufgewertet. Können wir die splitten? Also abbrechen, aufwerten, abbrechen. Ach, das sind die zu splitten, dann hätten wir 280.000. Dann könnten wir einmal nach da unten fliegen und einmal nach oben. Das machen wir. So, den freien Admiral hier reinsetzen. Weite Föderationsflotte. So, und die erste. Mal dahin. Zweite. Ich fliege erstmal dahin. Construction complete. Ja, unsere Verbündeten machen auch mit. Analyzed. Sehr gut. Research complete. So, da ist noch ein Forschungsschiff unterwegs. Um das Wurmloch hier zu untersuchen. Ne, die Batterie fertig, okay. Rumpfstärke der Schlachtschiffe. Plus 800. Das erforschen wir einmal. Ah, wir merken ja doch, wie wertvoll die Legierungen sind. Dann einfach so die Schlachtschiffe verlieren. Macht dann auch keinen Spaß. Und wir haben Schiffsdesigner. Wir könnten ja eine Knetschbatterie einbauen. Die hat eine Reichweite von 120. Dann haben wir das doch ganz gut kombiniert hier. Hohe Reichweite. Und die Schlachtschiffe, die haben wir auch. In große Module. Könnte man das hier natürlich auch kombinieren. Eine kinetische Batterie und einen Neutronenwerfer. Thank you.
So. Gut, Leute. Dann machen wir hier. Oh, was da noch passiert? Die Sternnation, die früher als zum Interplanetary Confederation bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Wie dies das politische Klima der Galaxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Ich glaube, das waren unsere Untertanen. Ich glaube, das war hier. Die haben sich hier die Systeme gesnackt. Ja, das Symbol hier ist, weil wir dort gefallen haben. Also eigentlich akzeptieren wir das nicht, Migrationsabkommen, aber mit den Gefallen könnten wir das trotzdem umsetzen. Okay, gut Leute, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann, bye bye.